Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, du stehst hier da. Das Kleines will noch schlafen. Mirko ist auf dem Heimweg. Moment. Die Puppe, das wird noch. Also, dann lasse ich mal wieder laufen hier. Unglaublich, wie schnell er ist. Oh. Dann können die beiden gleich mal ein bisschen fechteln. Die frisch Verheirateten und frisch Verliebten. Er hat ja auf dem Fest schon gegessen. Und Spitze lassen. Ich habe gestern noch was rausgefunden, das gar nicht gut ist. Nämlich, dass die beiden nicht zusammen in einem Bett schlafen können. Einzelbetten haben immer so schlecht bewertet. Ah, sogar bis 1000 Euro. Das Simoleons teure Bett. Gerade mal 4 Energie. Hat er noch das Auto jetzt? Ja, dann kann er es jetzt endlich verkaufen. Und wir können das zweite Bett kaufen. So. Jetzt dürft ihr eure Lust aber freuen. Also die Idee, dass er Autos nur hier verkaufen darf, liegt darin, dass hier die Werkstatt ist, wo die Autos zerlegt werden. Dann werden die gestohlenen Teile aus dem Auto hier unter der Hand verkauft. Trine, nicht Trine. Ich sag immer Trine. Ein ganzer Haushalt und tatsächlich sind alle am Schlafen. Das sollte wohl mal ein Kinderzimmer sein.
Ja, ich würde sagen, wenn Kevin ein Kinderzimmer braucht, dann später sein Brüderchen oder Schwesterchen, dann machen wir das zum Kinderzimmer und geben den beiden ein Bett zum Ausklappen. Das war dann im Wohnbereich. Ja. Oh, ja, von euch steht es auch. Sie, dann kann sie nämlich gleich noch was essen, bevor sie sich nochmal hinlegt. Sabaweef. Agamina Dobo. Aww. Was bin ich jetzt? Turn yours off. To one Sunday. What? Blugla? Wogimash? Die Farbe von den beiden Fischen. Was, Sabaweef? Heute wird's in dem Fall ein Überleid auswählen. Das faulast dich, wenn es auch immer eine Kleinigkeit ist. Balavina. Wadwa. Ja, ich merke gerade, ich bin heute etwas sprachlos. Es ist halt auch gerade Nachtzeitspiel und ich bin. Es steckt mich irgendwie an. Ich bin auch gerade ziemlich müde. So, mach den Teller sauber, geh noch mal ein bisschen schlafen. Und Mirkos Tag beginnt ja bald. Wann genau muss er denn zur Arbeit? Um 16 Uhr. Ah, da hat er ja noch Zeit. Bringt mich auf die Frage, sollte ich den Enos Error Trap ist das, glaube ich, ist Overwatch, das hier festgesteckte Sims kontrolliert, mit in der Liste der Mods lassen, die zum Erweiterungspack gehören? Oder sollte ich das jedem selbst überlassen, ob er das gut? Wenn wirklich notwendig ist, fürs Spiel ist das nicht. Selbe Frage gilt natürlich beim Master Controller. Ich habe den Master Controller gebraucht, um sie zu verheiraten.
Aber wenn, nachdem diese Startebene gemacht ist, wird er, glaube ich, nicht mehr wirklich gebraucht. Kevin, bist du jetzt richtig wach? Was wollte dir in die Windeln, Mars? Kommt Papa diesmal. Ich glaube, ich mache die Folge etwas länger, weil... Nein, ich mach's nicht. Die Folge kommt Dienstag raus. Dienstag ist ein Tag, wo sowieso kaum jemand auf den Video klickt. Von daher streng ich mich diesmal nicht besonders an und sage jetzt erstmal Tschüss, bis morgen!